dépasse, que ça remplace. Derrière nous, c'est encore l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre? Ici aussi. Es gibt Länder, deren Bevölkerung Hunger leidet. Und andere, die in Luxus schwelgen und täglich tonnenweise Nahrungsmittel wegwerfen. Ich weiß das. Sie wissen das. Jeder weiß das. Und wenn das dazu führen wird, dass eines Tages rebelliert wird und Köpfe rollen, dann kann keiner behaupten, er hätte davon nichts gewusst. Oder? Das arme Volk steht eines Tages vor dem Schloss. Sie rufen: Wir haben kein Brot! Wir haben kein Brot! So arm ist das Volk. Die Königin steht am Fenster. Sie fragt einen Wachmann: Was wollen die Leute? Der Wachmann antwortet: Sie wollen Brot. Sie haben zu wenig Brot. Sie haben zu großen Hunger. Die Königin wundert sich. Sie sagt: Dann sollen sie doch Kuchen essen. Oh, das kann doch nicht wahr sein! Nice, she's a killer. Queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, anytime. Recommend that at the pie. Sensational an appetite. Wanna try. Sie nannten mich bald nicht mehr Marie Antoinette, sondern nur noch Lutrichienne, die Österreicherin. Dabei handelte es sich um ein Wortspiel, weil es sich im Französischen ähnlich anhörte wie Lutrichienne, die andere Hündin. Die Franzosen machten mich zum Sündenbock, der mit seinem ausschweifenden Lebensstil ihr Königshaus in Misskredit brachte. Was machst du da eigentlich? Henkers Mahlzeit. Was? Die erste Guillotine wurde von einem Deutschen gebaut. Von dem Klavierbauer Tobias Schmid. Als ich verscharrt wurde, lag mein Kopf neben meinem Rumpf. Und als die Totengräber eine Verschnaufpause machten, schnappte sich Madame Tussaud meinen unbeaufsichtigten Kopf, um einen Abdruck für ihr Wachsfigurenkabinett zu machen. Allons enfants de la patrie, le jour des droits